Wir beschäftigen uns in dieser Woche damit, wie man auch kompliziertere quadratische Gleichungen grafisch lösen kann. Was wir bisher können, ist es, solche Aufgaben zu lösen. x² gleich 4. Das können wir sogar rechnerisch, indem wir einfach die Wurzel ziehen. Das geht auf beiden Seiten und wir haben x gleich 2 oder x gleich minus 2. Diese Aufgabe können wir aber nicht nur rechnerisch lösen, wir können sie auch zeichnerisch lösen, indem wir die Konstante 4 einzeichnen, diese mit der Normalparabel x² gleichsetzen, also schauen, wo die Konstante gerade 4 und die Normalparabel x² Schnittpunkte haben. Das ist bei 2 und minus 2 der Fall und deshalb kommen wir auch zeichnerisch zu dem gleichen Ergebnis. Um jetzt kompliziertere Gleichungen betrachten zu können, benötigen wir erst einmal eine Definition, nämlich was quadratische Gleichungen überhaupt sind. Quadratische Gleichungen, die man in die Form ax² plus bx plus c gleich 0 bringen kann, heißen eben quadratische Gleichungen. Man nennt ax² das quadratische Glied, bx das lineare Glied und c das absolute Glied. Und eine quadratische Gleichung, bei der das lineare Glied fehlt, heißt rein quadratisch. Und eine Gleichung mit linearem Glied, also mit diesem bx, heißt gemischt quadratisch. Was bedeutet das jetzt überhaupt? Das bedeutet, dass eine quadratische Gleichung nicht nur aus x² und 4 wie eben besteht, sondern auch etwas komplexer sein kann. Und dazu schauen wir uns ein Beispiel an, zum Beispiel die Gleichung 5x² plus 3x plus 2 gleich 0. Das ist jetzt diese Form, die wir oben haben. Wir haben ein quadratisches Glied, 5x², das lineare Glied, 3x, und das absolute Glied, 2. Und deshalb ist diese Gleichung gemischt quadratisch. Es ist eben alles drin, was gefordert ist. Die Gleichung, die wir eben betrachtet haben, x² gleich 4, könnten wir umschreiben in x² minus 4 gleich 0. Und dann ist auch das eine quadratische Gleichung. Die ist aber rein quadratisch, weil in der Mitte das lineare Glied fehlt. Ja, also wir haben kein bx, sondern nur das x² und die minus 4, also das absolute Glied. Und wie man solche komplexen, gemischt quadratischen Gleichungen grafisch lösen kann, lernen wir jetzt. Dazu machen wir einige Beispiele und fangen mit dem einfachsten Fall an. x² minus 9 gleich 0. Das ist wieder eine rein quadratische Gleichung ohne lineares Glied. Und wir können das wieder umschreiben in x² gleich 9, so wie wir das schon aus der letzten Woche kennen. Können die Konstante 9 einzeichnen, schauen, wo hat die Schnittpunkte mit der Normalparabel, bei minus 3 und bei 3. Also ist die Lösung der Gleichung x² minus 9 gleich 0, 3 und minus 3. Das war jetzt noch nichts Neues und auch keine Herausforderung. Deshalb werden wir jetzt das Niveau etwas steigern und schauen uns an x² minus 2x gleich 0. Ja, wir haben jetzt eine gemischt quadratische Gleichung ohne absolutes Glied. Und wir bringen die minus 2x auf die andere Seite durch plus 2x. Und dann erhalten wir x² gleich 2x. Also die Normalparabel soll das gleiche sein wie diese proportionale lineare Funktion 2x. Warum haben wir das gemacht? Weil wir auch 2x zeichnen können. Ja, wie gesagt, lineare Funktion, kein y-Achsenabschnitt geht durch die 0 und hat dann die Steigung 2, also 1 nach rechts, 2 nach oben. Und wenn wir das hier einzeichnen, stellen wir fest, x² und 2x haben zwei Schnittpunkte, ein Schnittpunkt an der Stelle 0 und ein Schnittpunkt an der Stelle 2. Und deshalb ist die Lösung der Gleichung x² minus 2x gleich 0, 2 oder 0.
Und das haben wir hingekriegt, indem wir umgeformt haben. Auf der einen Seite steht Normalparabel, auf der anderen irgendwas Lineares und das konnten wir zeichnen. Was uns das bringt, sehen wir jetzt an dieser komplett gemischt quadratischen Gleichung, in der alle Komponenten drin sind. X² minus 1/2x minus 4, wir haben das Lineare und das absolute Glied, natürlich auch das Quadratische. Ja, und jetzt kann man sich, wenn man hier mal so Klammern drum machen, sehen, das ist eine komplette lineare Funktion mit einer Steigung, mit einem y-Achsenabschnitt. Und vorne steht immer noch unser x². Das ist ja wieder irgendwie die Normalparabel. Also können wir, ich schreibe die Gleichung nochmal auf, um besser umformen zu können, damit arbeiten. Und zwar bringen wir minus 1/2x minus 4 auf die andere Seite. Machen wir stückchenweise x² minus 4 ist gleich plus 1/2x. Jetzt kommt die 4 noch rüber mit plus 4. Und wir haben x² ist gleich 1/2x plus 4. Und 1/2x plus 4 ist eine lineare Funktion. Und diese lineare Funktion soll das gleiche sein wie die Normalparabel x². Wir gucken also, wo haben Normalparabel und lineare Funktion Schnittpunkte. Also zeichnen wir 1/2x plus 4, 4y-Achsenabschnitt, 1/2 heißt 2 nach rechts, 1 nach oben. Und wenn wir das zeichnen, möglichst sauber bitte, ich kriege das hier nur so halb schön hin, aber man erkennt, was gemeint ist. Und wir stellen fest, die Normalparabel in Rot und die lineare Funktion in Blau haben tatsächlich wieder zwei Schnittpunkte. Einen da kurz nach 2 und einen kurz vor minus 2. Also x ist ungefähr 2,2, wenn man das so abliest, oder 2,3 vielleicht sogar. Und x ist ungefähr minus 1,8. Also ihr seht, man kann natürlich nicht ganz präzise das lösen, aber möglichst genau zeichnen, sodass man ganz nah an die Lösung drankommt, indem wir eine Normalparabel auf der einen Seite und eine lineare Funktion auf der anderen Seite haben. Und so kann man jede quadratische Gleichung umformen, sogar diese hier. Schauen wir uns also ein letztes ganz komplexes Beispiel an. Wir haben x² plus 16x minus 20 gleich 0. Und was ist jetzt noch hinzugekommen? Genau, vor dem x² steht jetzt auch noch ein Faktor. Das war eben unser ax². Und deshalb haben wir gar keine klassische Normalparabel, weil die Normalparabel ist ja x² und nicht 4x². Aber auch das Problem können wir lösen. Als erstes bringen wir die 16x minus 20, also unsere lineare Funktion, wieder auf die andere Seite, damit die das gleiche wie unsere Parabel ist. Diesmal in einem Schritt minus 16x plus 20. Und jetzt ist unser Ziel, dass wir nicht 4x² auf der linken Seite haben, sondern nur x². Wie kriegt man das hin? Genau, wir teilen die ganze Gleichung durch 4. Dann bleibt links nur noch x² übrig. Wichtig, auf der anderen Seite muss jede Komponente durch 4 geteilt werden. Minus 16 durch 4 ist minus 4 und 20 durch 4 ist 5. Also haben wir es wieder geschafft. Links Normalparabel, rechts lineare Funktion, Steigung mal x plus y-Achsenabschnitt. Beides ist gleich. Da, wo sich Funktion und Normalparabel schneiden, dort haben wir dann die Lösungen der Gleichung 4x² plus 16 minus 20. Wir haben den y-Achsenabschnitt 5, haben minus 4x Steigung. Ist jetzt nicht besonders schön gezeichnet, aber es wird klar, was gemeint ist. Und wir stellen fest, wir haben auch hier zwei Schnittpunkte. Ein Schnittpunkt unten bei x gleich 1 und ein kurz hinter der minus 4. Also haben wir hier minus 4,2 als Lösung.
Ach, da fehlt ein Minus in meiner Lösung. Also x ist 1 oder x ist minus 4,2. Ja, nicht 4,2, minus 4,2. Prinzip wird aber klar. Hier sieht man nun auch, warum es auch bei quadratischen Gleichungen, die komplexer sind als die, die wir letzte Woche betrachtet haben, zwei Lösungen, eine Lösung oder keine Lösung geben kann. Zwei Lösungen haben wir die ganze Zeit jetzt betrachtet. Es gibt eine lineare Funktion, die zwei Schnittpunkte mit der Normalparabel hat. Also hat die Gleichung dann auch zwei Lösungen. Es kann aber auch sein, dass die lineare Funktion nur einen Schnittpunkt mit der Normalparabel hat. Wenn das praktisch schon eine, man nennt es Tangente, ist. Hier sehen wir, es gibt da unten nur diesen einen Schnittpunkt, also gibt es auch nur eine Lösung. Und genauso kann es natürlich passieren, dass wir gar keinen Schnittpunkt haben. Zum Beispiel, wenn die lineare Funktion unterhalb der Normalparabel liegt, dann haben wir keinen Schnittpunkt und damit auch keine Lösung. Also auch das kann euch beim Zeichnen, bei den Hausaufgaben immer wieder passieren. So, wir haben also heute gelernt, dass quadratische Gleichungen, wenn sie denn gemischt quadratisch sind, aus verschiedenen Gliedern bestehen und dass wir, gerade wenn es ganz komplex wird, das zeichnerisch super lösen können, indem wir die eine Seite nach x² auflösen und auf der anderen Seite eine lineare Funktion stehen haben, die wir zeichnen können und Schnittpunkte suchen.